Meine lieben Freunde, ich grüße euch. Ich grüße euch zu einer neuen Folge. Ich euch bin's. Mann, ich bin leer. Es ist Dienstag morgen, 9:45. Ich war am Punkt 8 hier, hatte leider Gottes noch einen Kollegen vor mir, der Leerpaletten angeliefert hat. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber ist halt so, ne? Kannst du nichts machen. So ist der Job. Denk da dran. Ja, jetzt habe ich leer. Düse jetzt zurück auf die Firma, leer, und muss dem Thomas seinen Auflieger leer machen in Bamberg, weil ein anderer Kollege mal wieder krank ist, mal wieder, ne? Und der Thomas heute Morgen für den einspringen musste und musste den Auflieger leer machen, der Termin gehabt hat, und er wohnt ja gleich 2 Kilometer neben der Firma, also Pech gehabt. Freunde, ja, ich hoffe, ihr habt schöne Pfingsten gehabt. Leider dieses Jahr ohne Traggertreffen in Geiselwind. Für mich eigentlich gar nicht so schlimm, weil so konnte ich am Haus was machen übers Wochenende, sprich Freitag, Samstag. Und ja, ansonsten haben wir echt gut gegammelt. Das muss auch mal sein, man muss sich auch mal erholen von dem alltäglichen Stress. Also, Freunde, ich würde sagen, ich mache mich Richtung Firma und dann stopp, melde ich, stopp, mich, stopp, später nochmal, stopp, stopp. Also, bis gleich, später dann, und hier ich, bis dann. Find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now. Ja, Mensch, Freunde, es ist 2:30 nachmittags. Ich bin endlich auf dem Rückweg vom Bamberg Richtung Kräuter, Jungs. Muss dann Auflieger vom Thomas vorladen für Belm. Fahr dann auf die Firma, hol meinen Auflieger, lade das Ganze für Melle. Und was soll ich sagen? Dann fahre ich schon wieder mit dem Vogel zusammen unterwegs da rum, links, rechts. Haben dieselbe Rückladestelle. Ich glaube, man will, dass wir zusammen sind. Hier jetzt los, Vollbremsung machen oder was? Katastrophal hier, katastrophal. Ja, ja, das mache ich jetzt. Bin jetzt hier auf der A3, hab noch knapp, was steht da, 35 Kilometer, halbe Stündchen knapp. Und dann schauen wir mal, vor allen Dingen schauen wir mal, wie weit wir heute noch kommen dann. Und wenn ich jetzt bei den Kräuterjungs bin, habe ich 4,5 Stunden weg. Aber ich habe halt den Nachteil, mich müde etwas. Ich habe halt den Nachteil, dass ich ja auch noch mal hin muss zum Laden mit meinem. Das frisst mir ein bisschen Zeit weg. Sonst hätte ich gesagt, ich rammel echt noch mal bis Dissen oder so. Ich weiß es noch nicht. Naja, schauen wir mal. Ihr werdet es erleben, ihr bekommt es mit, und ich melde mich bei euch. Bis dann. Thank you.
Heute Feierabend für heute. Feierabend in Utrichshausen. Der Thomas und sein Junior stehen auch schon wieder hier. Es tut mir ja leid. Ist halt einfach so. Ja, coole Geschichte. Hab echt noch einen Parkplatz gekriegt, einen Vernünftchen. Und es ist jetzt 6:30 und ich werde verkürzen. Also im Endeffekt um 5:30, 4:30, 4:30, irgend sowas darum werde ich losfahren. Also, ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Bis dahin, euch ich, gutes Nächte. Ciao, ciao. Ja! Ich bin ja keine 9:30.
Hey Freunde, ich grüße euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch, morgen, Mittag und Abend. Keiner hat Zeit gehabt heute, nur Stress, mich vorher zu melden. Ja Freunde, ich bin gleich zu Hause. Ich habe jetzt noch genau 17 Kilometer. Es hat gerade der Zehner aufgeleuchtet. Ich bin ein bisschen drüber gekommen. Es hat mich geärgert ohne Ende. Es lief wirklich alles bombengut. Mit Thomas zusammen heute Morgen in Utrichshausen gestartet um 4:30. Wir sind zeitgleich leer geworden. Er hatte den Vorteil, dass er so ungefähr 10 Minuten vor mir an der Ladestelle war. Weil ich hatte Landstraße. Also ich hatte die letzten Kilometer fast nur Landstraße. Das hat mir ein bisschen die Zeit geraubt. Und dann bin ich an der Ladestelle, habe ich echt, der Thomas konnte rein zum Laden und ich musste fast eine Stunde länger warten. Also das war nur die Zeit. Aber dann ging es mit der Fahrzeit los, dann war er in Kassel, war total bambule, das hat er mir gesagt, weil er ja eine Stunde vor mir losgefahren ist. Bin ich abgefahren, da denke ich, ach komm her, fährst du Homberg-Efze wieder auf die Autobahn? Ja scheiße, war die Auffahrt Richtung Homberg-Efze, war gesperrt, konnte ich da nicht durch. Denke ich, ach komm, dann fährst du halt über Fulda, die Bundesstraße. Hätten da alles geklappt, da ist auf einmal kurz vor Lauterbach Umleitung, das hat mir das Genick gebrochen. Also ich hatte 20 Minuten Karenz, das hat alles gepasst. Und dann diese scheiß Umleitung, die hat mir das Genick gebrochen. So, und jetzt werde ich so ungefähr 10 bis 15 Minuten drüber kommen. Ich denke, das ist im machbaren Bereich. Ich bleibe ja keine 10 Minuten vor zu Hause stehen, bin ja bescheuert. Habe ich euch schon mal erklärt, die ganze Geschichte. Okay? Und außerdem sind wir eh alle keine Engel. Das dazu. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ey. Habe ich geladen? Keine Ahnung, hör doch mal. Habe ich heute Morgen abgeladen in Melle, bin dann rübergefahren nach Behlen. Habe in Behlen volles Auto geladen und das Ganze geht morgen dann am Murr. Murr mit Doppel-R, das ist bei Hilsfeld. Hier ist 70, ey. Daumen hoch, würde ich sagen. Und ja, also nach Murr geht das Ganze morgen. Ich denke, ich werde so gegen 6 Uhr losfahren. Ich glaube, ich brauche das so anderthalb Stunden oder so. Ja, und dann fahre ich wieder, ich vergesse den Namen immer. Irgendwas mit E, mit R. Da lade ich wieder diesen Putz hier für das große H in Würzburg. Und das soll ich morgen noch zustellen. Bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Weil morgen ist ja schon wieder Donnerstag. Die Woche ist ja schon fast rum, Freunde. Gott sei Dank. Ja, also ich wollte mich nur noch mal kurz gemeldet haben, weil ich heute ziemlich geschwiegen habe. Und wünsche euch einen schönen Mittwochabend, einen schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder. Gehabet euch wohl. Gute Nächte. Euch, ich. Bis denn. Nacht. We'll be right back.
4 Eiseln, oder? Das sind 20 Paletten. Laut des Buch. Was? Das sind 20 Paletten, oder? 21. Was? Arschlöch. Singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now. You will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Einen wunderschönen guten Morgen, meinen lieben Freunde. Ich grüße euch. Es ist Freitag. Freitag, der 2. Juni. Ich bin abgeladen in Radolfzell. Zeigen kann ich euch das ja nicht. Das habe ich euch schon ein paar Mal erklärt. Das ist halt hier Lebensmittel und naja, ist alles ein bisschen anders als wie bei den Kräuterjungs. Sagen wir es mal so. Ja, da bin ich jetzt abgeladen, wie gesagt, alles cool, alles geil. Und jetzt blase ich einmal quer durch den Schwarzwald, um eine nette Ladung Holz abzuholen. Ich bin mal gespannt, ob das mit meinen ganzen Paletten irgendwie funktioniert. Weil ich habe knapp 41 Paletten dabei, 32 kriege ich in die Kästen. Also, aufgepasst, 9 in die müssen wir hier gucken, Brennholz oder so, keine Ahnung. Ja, da düse ich hin. Ich glaube, oh, wie heißt denn das? Entschuldigung, Leute, ich muss da mal kurz gucken. Ich glaube, Hausach oder irgend sowas. Hausach, nach Hausach. Das sind 110 Kilometer durch den Schwarzwald. Kann man ja mal machen, ne? Auf dem Freitag. Aber da ich leer bin, gib mir es heute mal wieder und Vollgas, würde ich sagen. Das Wochenende war artet. Ja, dann habe ich hier, mein Kühlschrank ist kaputt. Der kühlt nicht mehr richtig und wird richtig heiß. Jetzt weiß ich nicht, was da das Problem ist. Da müsste ich heute bis 16 Uhr in der Werkstatt sein. Mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Wenn nicht, muss ich da am Montag mal hinfahren. Und die bauen den Kühlschrank aus, überprüfen den, lassen den auf dem Prüfstand laufen und für die Zeit bekomme ich ein Leihgerät. Weil ich habe jetzt schon zweimal den Inhalt vom Kühlschrank wegschmeißen müssen, weil der über Nacht total heiß geworden ist. Und das muss ja nicht sein. Ist ja mein Geld. Ne? Naja, schauen wir mal,
öfters was Neues. Ja, es wird Zeit, dass das neue Auto kommt. Nein, ich weiß nicht wann und was es ist. Wollte ich nur sagen. Ne? Aber ihr könnt es gerne noch tausendmal in die Kommentare schreiben. Und dann noch eins, Freunde. Es fehlen noch 4 Leute. Dann haben wir aus eigener Kraft, ohne irgendwo uns einzuschleimen oder sonst irgendwas, die 6000 voll gemacht. Ne? Cool. Haben zwar fast ein Jahr gebraucht, 1000 neue Leute zu finden, die quasi dem Bekloppten hier zugucken, was mich aber tierisch freut, das wisst ihr. Und geil, echt geil. Wir kommen so langsam auf die 6000. Wie gesagt, aus eigener Kraft. Bleiben Sie links. Cool, oder? Ich finde das geil. Also, Freunde. Bis später. In der Ruhe liegt die Saftkraft. So scheide. Was ein Scheiß. Und das auf dem Freitag.
Aber hey, irgendeiner muss es ja fahren. Ich. Hey, ihr Freunde da draußen. Hier ist euer Freund Mölli. Leute, ich bin zu Hause. Es ist 16.15 Uhr und ich bin zu Hause. Es lief soweit alles ganz cool nach dem Holzladen unten in, wisst schon, Haus Ach. Und bin echt ganz cool durchgekommen über die A81 bei Ludwigsburg. Habe ich so ein bisschen Probleme gehabt, so 5 Kilometer. Aber es war nur, weil die Polizei auf der Standspur stand und hat eine Panne abgesichert. Da muss ja jeder gaffen und klotzen und was weiß ich nicht alles. Ja, aber ansonsten ist alles gelaufen. Ich hatte ja eigentlich vor, in die Werkstatt noch zu fahren. Da sollte ich aber bis 16 Uhr da sein. Und bei uns hier in Würzburg ist im Moment echt in der Stadt und um die Stadt. Da ist so eine Bambule auf Autobahn. Und hier haben sie die Bundesstraße gesperrt, weil sie die Teerdecke neu machen. Also das ist katastrophal. Ich muss dann nachher die Steffi in der Stadt abholen mit dem Pkw. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ne? Egal. Also ich fahre am Montagmorgen um 7 in die Werkstatt. Ja, da war der Akku leer im Abschlussgespräch. Ich hätte da jetzt die 2 Sekunden auch noch halten können, oder? Egal, wie gesagt, Montagmorgen, 7 Uhr habe ich Termin. Da wird der Kühlschrank ausgebaut, kriege ich einen Leihkühlschrank eingesetzt. Und die überprüfen, ob der Kühlschrank kaputt ist oder nicht. Und dann müssen wir halt mal gucken, ob der Kühlschrank eher da ist oder das neue Auto. Wer weiß. Freunde, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt anständig, lasst euch nicht ärgern. Wir haben es bald geschafft mit den 6000 Abos. Also wer vielleicht noch einen kennt, der gekannt hat, dass irgendjemand da ist oder so, empfehlt es doch weiter, damit unsere Community immer größer wird und wächst und wächst und wächst. Freunde, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wer es noch nicht getan hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Schaut auf den Zweitkanal vorbei. Das mache ich zusammen mit meiner Frau. Möllis Camping Diary heißt das Ganze. Und würden wir uns tierisch drüber freuen, wenn da auch was hängen bleibt. Des Weiteren verabschiede ich mich ganz einfach mit unserem Wicked Peace. Euer Mölli und haut rein. Und zwar richtig, Freunde. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.